Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Und ich sehe gerade, ich muss das mal was essen. Ich sehe gerade, ich habe gar nichts zu essen dabei. Oh, wir gehen mal runter. Moment. Ja. So, was wollte ich sagen? Und zwar haben wir im letzten Mal, letzte Woche, wem das aufgefallen sein sollte, es ist einigen aufgefallen, kam ja kein Minecraft raus. Das lag jetzt nochmal daran, ich sage es nochmal persönlich, für die Leute, die es immer noch nicht wissen, dass man auf Facebook alle Statusmeldungen von mir erfährt. Es lag einfach daran, dass ich nicht dazu gekommen bin, die Minecraft-Folgen aufzunehmen. Und da Minecraft momentan ja doch ein eher zweitrangiges Projekt ist, wegen des Problems mit den Kopfschmerzen, habe ich einfach mir entschlossen, dass die Folgen dann nicht noch aufzunehmen auf den letzten Drücker, um mich deswegen zu hetzen, und habe es einfach mal frevelhafterweise letztes Wochenende ausgehen lassen und werde jetzt einfach versuchen, dass diese Folgen hier ein bisschen länger werden als Ausgleich. Einige hatten sie mich schon gefragt, warum es dann ausgefallen wäre. Das ist der Grund. So, ich hätte jetzt aber hier gern noch irgendwie was oben. Wir waren ja hier dabei, das hier ein bisschen einzurichten. Sieht ja schon ganz nett aus. Ich glaube, das kann man aber noch besser machen. Zum Beispiel fände ich es cool, wenn man... ja, wenn man so drei Dinger hinsetzt und dann hier halt ein paar Blümchen reinzimmert, und das kann man hier genauso machen. Man könnte ja eine Sitzecke reinstellen, habe ich mir gerade überlegt. Moment, warte mal, eine Sitzecke habe ich denn? Was habe ich denn? Haben wir denn irgendwie... jetzt habe ich die Workbench runtergebracht, weil ich dachte, wir brauchen sie hier oben nicht. Was ist hier auch? Hier habe ich auch noch solche Dinge. Dann nehme ich die hier raus. Oh mein Gott, nein, die Musik, sie wird gefährlich. Achso, das ist weiß. So. Gut, jetzt brauche ich wirklich die Workbench. Hä? Autsch. Workbench. Die Musik ist echt sehr bedrohlich. Jo. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Ich setze die Workbench aber jetzt mal hier draußen hin, weil hier kann es auch stehen bleiben, das stört ja niemanden. So. Und dann machen wir uns eine Portion davon. Davon haben wir noch ein paar. Dann machen wir uns am besten gleich noch eine Portion und noch eine Portion. Ich weiß nicht, ob ich Portion sage, ich sag's einfach. So, 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 so. Das könnte man noch eiskalt so machen. Und auch hier können wir das nochmal so machen. Und dann könnte man hier einfach einen Tisch hinpacken. Yay! Und auch hier könnte man... ganz einfach einen Tisch hinpacken. Das sieht nicht mal schlecht aus. Und hier können wir ganz einfach... ja, das sieht auch doof aus. Hier können wir uns ganz einfach so lassen, habe ich so das... die Idee. Ich glaube, wir setzen das mal noch ein bisschen um.
sieht mir noch ein wenig gequetscht aus. Ups, das war jetzt nicht die Intuition, die ich hatte. So, schnell mitgenommen. Und dann geht's nach oben. So, kleinen Moment. Wow. So. Das heißt, hier kommt jetzt wieder einmal Teppich hin, hier auch. Dann kommt hier Teppich hin. Dann fliegt das weg, dann kommt das. Jetzt hier hin. Das da kommt weg. So, dann haben wir hier einmal, da einmal, da einmal, da einmal. Dann machen wir das hier am besten auch orange, weil hier alle Tische orange sind. Dam, 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 dam. So, und schon sieht es hier aus wie schlafen, dann hier sitzen. Hier haben wir ein paar Dings, hier kommen Blumen hin. Ist doch schön. Das machen wir hier komplett zu. Damit das nicht so komisch aussieht. Das kann ruhig so bleiben, das ist nicht so schlimm. Hier kann man eventuell... Gute Aussehen, einfach mal so ein paar Zäune noch hinbasteln. Das sieht dann wiederum komisch aus. Und hier kann man schlittern. Woo! Ich finde das hier oben mega chillig. Yay! Da 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 da. Und ich würde auch hier noch eine Bank hinbasteln wollen. Moment. So. Damit seine Bank hier auf dem Balkon stehen. Das ist doch wunderschön. Dann kommt hier noch ein Teppich hin. So. Und dann ist auch der Balkon fertig. Ja, dann ist das obere Zimmer meiner Meinung nach soweit ganz okay erstmal. Ich hole natürlich jetzt mal noch Blumen. Na nü. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier, oh, wir haben hier noch einiges. Also das ging ja nicht rein zu basteln, gell? Genau. Aber das können wir mitnehmen. Was haben wir hier noch? Ich glaube, das war es schon. Nein, hier haben wir noch Pilze. Moment. Ja, dann gehen wir schon mal wieder hoch. Dann haben wir endlich die erste Etage fertig, die oberste Etage fertiggestellt. So. Ja, dann haben wir hier halt ein paar Blümchen hingebastelt. Sieht doch ganz cool aus. Kommst hier durch, hast hier so deine Blumen, dann ist hier deine Blumen. Da hast du ein paar Blümchen. Das sieht doch schön aus. Dann kann man zum Beispiel hier so, weil hier geht es ja eh nicht weiter. Kann man auch Spaß auch noch hier Blumen hinstellen. Warum nicht? So, jetzt haben wir nämlich hier den nächsten Balkon. Jetzt haben wir den jetzt hier. Jetzt haben wir hier oben alles fertig. Jetzt kommen wir hier runter und jetzt haben wir hier was. Hier haben wir ja schon eine Sitzecke eingebaut. Das wissen wir ja schon mittlerweile.
Ich würde das auch hier alles eindekorieren wollen mit Teppich. Vielleicht sogar auf dieselbe Art und Weise. Das müsste sich zeigen. Ich probiere das jetzt da mal aus, wenn ich jetzt... Müsste man jetzt hier theoretisch hier einmal rumgehen. Dann hier einmal durch. Müsste eigentlich funktionieren. Jetzt zimmer ich hier meinen Teppich rein. Hier geht es zum Beispiel nicht. Hier wäre der nächste. Da, hier. Da. Und hier überall noch. Hier und da. Hui, hui, hui. Check, check, check. Da haben wir schon... Wow. Da haben wir schon einen großen... Teil mit schwarzer Wolle ausgekleidet jetzt. Mit schwarzem Teppich. Boah, es ist so mega warm einfach. Also es sind jetzt die letzten zwei Tage, habe ich ja überhaupt nicht aufgenommen, weil es mir einfach viel zu warm war. Ich hätte mich gar nicht richtig konzentrieren können. Mittlerweile hält sich der wieder in Grenzen. Ich will mal kurz das ausprobieren. Und zwar, wenn ich das jetzt so mache. Das sieht natürlich auch edel aus. Un momento. Weiß wieder. Schwarz, schwarz. Weiß. Weiß, weiß. Schwarz. Hier fehlen zwei schwarze, die kann ich aber ganz kurz mal hier hinten holen. Wenigstens hier fertig ist. Und so verballern wir unseren ganzen Teppich, also alle Arten von Teppich, und es sieht sogar noch gut aus. Das ist ja die falsche Farbe, das muss ja eigentlich wieder dann... Oh, siehst du mal, da sogar noch genau noch vier, das passt doch perfekt. Ja, dann haben wir hier jetzt weiß. Und das da ist dann jetzt dunkel. Das ist dunkel, hell. Hier kommt dann hell hin, dann kommt hier wieder dunkel hin. Weiß, dann kommt hier wieder das hin. Eins, zwei, Moment. 1, 2, 3. Stimmt, jetzt muss ich auch noch mit berechnen, wo jetzt hier das lang geht. Moment, 1, 2, 3. So. Hier ist auch noch ein Teppich lang und der geht genau hier lang. Eins, zwei, drei. Und auch hier geht wieder ein Teppich lang.
Hab ich jetzt verguckt? Ja, hier habe ich mich verguckt zum Beispiel. Aber komplett. 1, 2, 3. So. Jo, genau. So muss das sein. Dann kommt hier das raus und dann kommt das hier raus. Obwohl, nee. Das bleibt drin. Bis hier mache ich den Teppich in Routen. Weiß, rot, schwarz. Ja, roten Teppich bräuchte man jetzt, oder rote Wolle an sich. Habe ich aber nicht. Was war hier im Flur, das alles raus. Das war ja nur so spaßmäßig. Deswegen fliegt das erstmal. Das brauchen wir erstmal an anderen Stellen. Wichtiger, oh, es sind ein paar Mücken hier in meinem Zimmer. Das ist, die hab ich auf das Fenster aufgemacht, damit es jetzt ein bisschen kalt bleibt. Also so halbwegs irgendwie kalt, aber klingt ja gar nichts. Brrr. So, gehen wir mit 13 roter Wolle wieder hoch. Der Anfang ist es. Und sieht das so aus. Hier ist es ganz gut ausgedeckt. Ja. Dann brauchen wir mit Schafe wieder. Schafe! Also müssen wir nach unten gehen. Schere mit. Eine Schere habe ich mit. Habe ich noch eine? Schere. Habe ich Eisen? Schere und oder Eisen? Eisen habe ich. Dann begeben wir uns mal auf den Wege zu unserer Farm. Ich schätze dabei ein paar Zombies, die denken, sie könnten uns besiegen. Für den habe ich ja, okay, gut. Autsch. Na, 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 na. Wo ist er? Renn, renn, renn. Oh mein Gott. Ja, schieß mich nach vorne, genau. Wow. Wow. Oh cool, die Farm ist ganz schön gewachsen. Oh, die Creeper, oh mein Gott. Oh mein Gott. Keiner mag Creeper. Keiner mag Creeper. Keiner mag Creeper. Oh, oh mein Gott. Zu den Creepern, hier ist immer noch keine Tür drinnen. Also habe ich Holz dabei. Aber keine Workbench. Hier ist keine Workbench. Ich habe keine Workbench in diesem Haus. Das hatte ich schon mal festgestellt, glaube ich. Ist aber nicht geändert. Wo baue ich denn am besten dann hin? So, eine Tür bräuchten wir. Kommt sofort Tür. Tada! Nee, nee, du stirbst nicht, bleib ruhig. Passt schon. Okay. Dann gehen wir mal hier auf unsere Farm und schnitzeln mal ein wenig das Getier.
Na du und du und du und du und du und du du und du 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 und du 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 und du und du und du. Ich hab gar nicht so viel Platz für die ganzen Du's. Du 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 du. Da 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 di. Ich hätte gerne, wenn ich wolle, von dir. Da 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 da. Ich muss auch sagen, dass das, was ich sagen wollte, dass das Let's Play, das eine da, das tolle, mega gut ankam, ne? Wollte ich nur noch sagen. Ja, sag mal, im Klartext, also, das Watch Dogs Let's Play, habe ich gemerkt, gefällt euch mega gut. Das haben sich ja viele von euch gewünscht. Viele haben sich gefreut, dass ich mir doch gekauft habe. Und dass ich jetzt Let's Play. Heute ist der Tag, wo die eine Folge mal nicht rauskam, weil ich die Folge nicht mehr hochladen konnte. Vergessen habe. Und also nicht Samstag, sondern Mittwoch war das. Ja, gefällt mir auch so gut wie euch. Also von daher freut es mich, dass ihr mir das gesagt habt, dass ich mir das holen soll. Und ich bereue es nicht, ihr bereut es nicht. Und es gefällt vielen so. Aus Basta vorbei. Und ich würde sagen, ich beende diese Folge auch erstmal an dieser Stelle. Denn ich möchte mir ganz kurz eine Pause gönnen und wir sehen uns dann gleich wieder für morgen. Also, tschüss, bis demnächst.